Drittels kommt dann die Zeit des Kyle Beach. Profi mit dem Schuss, Beach setzt nach und gleicht für die Gäste zum 1:1 aus. Nicht einmal eine Minute später Beach zum zweiten, dieses Mal mit einem platzierten Schuss von der linken Seite. Weitere 2 Minuten später spielt dann Graz in doppelter Überzahl. Und die nutzen die Gäste auch. Kyle Beach mit seinem 3. Treffer an diesem Abend. Das Team von Ivo Jahn dann noch einmal den Druck. Und die Grazer belohnen sich dann dafür. Setzinger mit dem Pass auf Kyle Beach und der bricht den Bann. 4 Minuten 58 Sekunden vor der Schlusssirene. Setzinger mit dem idealen Zuspiel auf Kyle Beach im Slot. Und der bezwingt Andy Kyoto. Diesmal gibt's nichts zu halten für den ansonsten bärenstarken Goalie. Gegen Dornbirn traf Beach 3-mal und heute darf er gleich wieder über einen Treffer jubeln. Danach geht's rund. Wir sind in der absoluten Schlussminuten. Drehen die Grazer wie aus dem Nichts auf. Kyle Beach trifft 1:0 99ers Linz Schlussmann. Florian Janni ist bei dieser schönen Aktion chancenlos. In Form von Toren. 34. Minute. Kyle Beach mit dem 1:0 für die Hausherren. Der Bann ist gebrochen. Aber um den Treffer zu werten, braucht es den Videobeweis. Und das Schiedsrichterteam entscheidet auf Tor Graz. Sehr zur Freude der steirischen Fans. Aber die Grazer, die insgesamt gut mithalten im ersten Drittel, schaffen es zu antworten. Weyager im Powerplay mit dem Schuss und Beach macht das 1:1. Es ist das erste Tor der Grazer in Abschnitt 1. Ja, nicht nur der Bunker ist neu, nein, es lief zuletzt auch richtig gut. Und sie erwischen auch hier heute den besseren Start. Die 12. Spielminute, Angriff über Evan Brophy. Der legt ab auf Kyle Beach und der nagelt die Scheibe unter die Latte. 10. Saisontreffer, die Assists gehen an Robin Weihager. Und wie gesagt, Evan Brophy hier mit einem tollen Pass. No look back and chip und schauen Sie sich 9 Bunker hier ab. Das ist ganz Liebenau. Hinein geht's in die 22 Minuten in der 23. Spielminute. Wieder die Grazer, wieder im Powerplay. Schön freigespielt und perfekt abgeschlossen. Wieder von Kyle Beach. Patrick in der Box und Clemens Unterweger. Mit dem und passenden Statement zu diesem Hammer. Und dann wird es noch einmal richtig spannend. Wieder Setzinger mit dem Zuspiel und dann lässt sich der Grazer Topscorer Kyle Beach nicht zweimal bitten. Anschlusstreffer. Geht da noch was für die Steirer? Nein, denn die Grazer Schlussoffensive bleibt aus. Die Innsbrucker Haie gewinnen dank eines Traumstarts ins 3. Drittel am Ende doch verdient mit 4:3. Die 45. Spielminute, einmal wieder die Grazer mit wenigen offensiven Akzenten, aber diesmal kommen sie durch. Kyle Beach, what a shot. Top Shelf ins Kreuzeck und auch da noch einmal schön zu sehen, absolut nichts zu halten für Luca Gratschner. Der passt ganz genau in die Maschen. Oliver Setzinger mit der Drecksarbeit im Mitteldrittel setzt sich da gegen ein, zwei Gegner durch und dann ist der Topscorer perfekt eingesetzt. Dann geht's endlich mal flott bei den 99ers, die hier wunderbar umschalten. Kyle Beach verwertet seinen eigenen Rebound zum Anschlusstreffer. Zum 1:3 hatte zuletzt gegen Salzburg seine Torflaute von 12 Spielen ohne Treffer beendet und macht heute hier das Spiel für Sebastian spannend. Ja, die letzten 3 Heimspiele gingen sogar punktelos verloren aus Sicht der 99ers, aber dann das erlösende 1:0 für die Steirer. 13 Minuten gespielt, das in weiterer Folge nachzusetzen. Die 11. Spielminute. Zunächst ist Usas noch dran, dann bekommen die Linzer die Situation nicht verteidigt und Kyle Beach ist zur Stelle und macht das 2:0. Schockzustand in der Keine-Sorgen-Eis-Arena, das sonst so heimstarke Linz gleich mal mächtig unter Zugzwang. Und es sollte noch schlimmer kommen. Und die 99ers nützen die Gunst des Augenblicks und gehen keine Minute später sogar in Führung. Und zwar durch Kyle Beach. 2:1 für die Grazer in der 29. Minute. Erst kurz vor Ende des 2. Drittels bricht dann ein Grazer den Bann, nämlich Daniel Woger. Der schießt nach 37 Minuten
das 1:0 im Powerplay. Ist natürlich alles entschieden. In den Schlussminuten gestalten die Grazer das Ergebnis aber noch ein wenig deutlicher. Schöner Treffer hier von Kyle Beach, schon sein 19. Bei Ljubljana steht zu diesem Zeitpunkt schon Reisch im Tor. Ja, dabei starten sie aber gut in die Partie. 19 Minuten gespielt, die Scheibe kommt zu Beach und der zieht ab zum 1:0. Der hatte richtig viel Tempo, Michael Uses, hier ohne Abwehrmöglichkeit. Die Scheibe schlägt ab im Kurzen. Zurück, nur 2 Minuten später gibt es das erste Powerplay der Begegnung und die Grazer nützen dieses umgehend aus. Kyle Beach fälscht die Scheibe unhaltbar für Olivier Roy ab. Der Schuss zuvor kam von Thomas Pöck. Aus. Die fällige Grazer Führung ist aber nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Die 30. Minute, Christoph Reintaler mit dem Energieanfall. Und dann ist wieder Beach-Time im Grazer Eispalast. Der Kanadier nützt seine Schussrunde bedeuten. Die Partie beginnt für die 99ers perfekt. Woger kommt aus der Distanz zum Abschluss und Beach fälscht die Scheibe ab zur frühen Führung für die Gäste. Die Grazer in der Anfangsphase im Powerplay und das nutzen sie umgehend durch Kyle Beach. Die Partie bleibt es somit beim 1:1 bis zu dieser Szene, dem ersten großen Auftritt von Kyle Beach. Aber wie schön war der Pass hier von Daniel Woger. No look back in Pass und dann eingenetzt, eiskalt durch Kyle Beach. Wenige Sekunden später, genauer gesagt 1 Minute und ein bisschen was, Kyle Beach mit dem Doppelschlag. Diesmal nach Assist von McLean und Susevic, aber das hier schon eine kleine Machtdemonstration im zweiten Drittel. Torlos bei 0:0, aber das ändert sich dann nach Wiederbeginn. Kyle Beach macht nämlich das 1:0 in der 23. Spielminute. Sein 6. Somit geht es mit der 1:0-Führung der Grazer ins zweite Drittel und da ist keine Minute gespielt, bis sie erneut jubeln können. Kyle Beach, der Torschütze, erzielt seinen 27. Treffer in dieser Saison, profitiert hier aber von einem Fehler von Torhüter Svette. Der Schuss kam von Pöck. Svette kann die Scheibe nicht festhalten. Warum eigentlich so scharf war der nicht? Ja, und ein Torjäger wie Kyle Beach, der ist dann natürlich auseinandergebrochen. Mit einem 5:1 geht's in den letzten Abschnitt. Aber die 99ers sind weiterhin geil auf Tore und erzielen sogar das 6:1 durch Kyle Beach. Es ist der Tag der Doppelpacks. Zuzevic 2, Siddal 2 und Beach 2. Herzog bekommt hier die Scheibe nicht weg, agiert ebenfalls unglücklich. Und Beach stochert die Scheibe aus Tor. Ja, und genug Fehler auf den Drachen, weiter die besseren Möglichkeiten. Und eine davon nützt dann Kyle Beach. Der Top-Torschütze der Grazer erhöht in Minute 38 auf 4:0. In den letzten 5 Spielen traf Beach 5-mal. Auch heute scoret der Kanadier. Frust pur bei vorsichtig Jeff oder Brezzi. Sagt man, wir zwingen sofort dem Gegner unser Spiel auf. Nein, man versucht es zumindest. Ob das dann genauso funktioniert, bleibt abzuwarten. Aber man muss. Oh, erstes Tor! Und das erzielt Kyle Beach nach 1:08. Was für ein Auftakt! Das 30. Saisontor von Kyle Beach. Und damit hat sich jede Taktik erstmal erledigt. Dombien muss jetzt antworten. Eigentlich keine zwingende Situation. Das ist eigentlich nicht mal eine Torchance. Hier Beach, er macht sich allerdings frei vom Gegenspieler. Aber dann der Schuss, vielleicht sogar noch abgefälscht von Brian Connolly. Aber definitiv, das ist das Schlechteste, was Dornbirn erstmal passieren kann. Wir erinnern uns, 0:1 aufholen ist nicht die Sache von Dornbirn. Und das sehen sie definitiv auch nicht gut aus. Na, und wenn der Verteidiger versucht, die Scheibe zu blocken, muss er sie unbedingt blocken. Nichts Schlimmeres für einen Torhüter, wenn er dann den Schuss genau zwischen die Beine vom eigenen Verteidiger raus im letzten Moment erst zieht. Hardy schaut nicht optimal aus, eigentlich sehr schlecht, aber ist schwierig zu halten.